Hallo und herzlich willkommen zur 7. Folge Let's Play Transport Fever, meine lieben Freunde, hier beim Südwest Moralischen Fernsehen. Ich bin Santa Gaisius und heiße euch herzlich willkommen. Wir haben hier letzte Folge zwei Linien erstellt, zwei innerstädtische Buslinien, die wir jetzt auch benennen. Das ist einmal der Bus, dann die 301, Linie 301 von Sorburg. Wird das geschrieben? Ja, so. So, ja, ne? Können wir auch mal anders benennen. Das ist dann. Ich sag jetzt einfach mal, da ist Westen. Oh ne, ist Osten, ne? Ost. Und die andere ist dann die Linie 302. Bus 302. Zur Burg. Meistens ist dann eigentlich das Zentrum, ne? Also die kaufmännischen Bereiche, das Zentrum. Zentrum. Drum. Zack. Haben wir die zwei? Tun wir mal hier ein bisschen was kaufen. Ein Depot. Straßenfahrzeuge. Und die würden ja hier perfekt reinpassen. Zack. Und dann nehmen wir Passagier haben eh nur die Postkutschen. Nehmen wir jetzt mal hier eine grüne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alle zuweisen dahin. Und dann war das ein helleres Blau, so ein Türkis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und hier zuweisen. Na, gucken wir mal, was die für einen Tick haben. Ich glaube, das ist erstmal so angenehm. So, gehen wir mal nach unten und gucken uns das mal genauer an. Oh, das schaut schön aus. Ich mache hier mal die Landnutzung aus. Und sind fein mal unten hin. Schaut nicht schlecht aus, muss ich ehrlich zugeben. Schaut wirklich nicht schlecht aus. Jetzt suchen wir hier eine blaue. Upsala. So, wollen wir immer noch bleiben. Ja, ist schon arg Betrieb. Und das schaut alles so hübsch aus. Das schaut alles so hübsch aus hier. Und hier wird gelacht. Und hier ist die Industrie. Müssten wir hier gleich auf... wir können mal voller machen. Zack. Auf blaue stoßen. Da hinten ist eine. Ist die blau? Ja, sie ist türkis. So schauen diese aus. Und wenn wir jetzt mal kurz auf Stopp machen, dann können wir ja ein wunderschönes Futter machen. Zack, zack, nee, andersrum. So, genau. So. Nee, doch ein, nee, so, oder doch so. Ja, das passt eigentlich. Zack. Und wir gehen wieder auf Tab. Und einen Schritt nach vorn. Genau, haben wir das erstmal hier. Guck mal. Ich gucke nämlich immer mal hier nach. Hier ist Stein. Hier braucht man Stein und Schlacke. Stein hat man ja hier, das kann man ganz leicht hintransportieren.
Schlacke wird hier produziert. Das braucht wiederum Kohle und Eisen. Eisen ist hier. Und Kohle, ist hier irgendwo Kohle in der Nähe? Hier ist Öl. Nee. Hier ist Kohle. Hinten ist auch Kohle, aber das könnte man da dahin führen, eher. Die Kohle, damit hier hin. Holz zu Bretter. Ist hier irgendwo irgendwas Hölzernes? Hier ist Lasttrupp. Wie viel. Ah, Bretter und Stahl. Machen wir her. Ganz viele Bretter und Stahl. Was man bei der Industrie auch hat, ist, dass die Industrie muss einen weiteren Geschäftszweig haben, um effizient arbeiten zu können. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier den Stein hinpacke, dass hier das läuft, und ich packe jetzt hier Eisen dahin und Kohle hierhin, würde das zwar leicht anlaufen mit der Zeit, aber wird nie richtig produktiv werden. Erst wenn hier eine Verbindung von hier nach hier ist, wo ja alle Materialien da sind, wird die Fabrik wirklich in Höchststatus verlaufen. Und die Fabrik würde trotzdem nichts Wirkliches produzieren. Das würde nur ganz wenig mit der Zeit produzieren, was natürlich auf die Dauer Minus macht. Deswegen braucht man dann für dieses Baumaterial, was man hier hat, was man dann hier produziert, das Stein und Schlacke, braucht man dann einen Abnehmer. Diesen Abnehmer sind meistens die Städte. Hier steht's. Die brauchen Baumaterial, um die Industrie und die Häuser auszubauen. Und dann läuft der Geschäftszweig erst. Dann ist das richtig produktiv. Aber das können wir jetzt noch nicht machen. Jetzt haben wir noch ein bisschen hier wenig Geld. Aber wenn wir langsam die ganzen Städte hier. So, das war ein bisschen zu nah. Dankeschön. Wenn wir die ganzen Städte hier langsam verbinden, macht das dann auch langsam Sinn. Hier habe ich ein Gleis. Aufrüsten auf 2. Genau. Immer kurze Strecken bauen, da geht nicht so viel Geld verloren. Das haben wir schon gut gemacht, dass wir hier. Achso, jetzt haben wir kein Geld mehr. Habe ich denn schon Kredit genommen hier? Finanzen. Ich habe noch keinen Kredit genommen. Das möchte ich eigentlich auch so belassen. Im allernötigsten Notfall. Wir wollen ja schön langsam arbeiten. Deswegen ist das. Auch wichtig. So. So rum, so rum. Wir haben ja Rechtsverkehr. Müssen wir hier eine Weiche einbauen. Klappt das hier, wenn wir die hier einbauen? Würde klappen. Wir haben nicht so viel Geld. Krümmung zu groß. Lassen wir die mal so. Warten wir mal, dass wieder Geld in der Kasse ist. Stell ich mal kurz hoch. Bisschen schneller. Zack, zack, zack. In Hyperspeed hier mal. Eigentlich bin ich nicht so der Freund von Hyperspeed. Aber ihr seht, uns geht gerade finanziell nicht so gut. Aber das wird sich gleich legen. Seht ihr, wie lange jemand hier wartet? Müssen wir mal, was ankommt. Ich möchte doch nur eine Weiche bauen. Wie viel machen denn die ganzen Linien plus? ...315.000 macht unser Zug. Ist gut.
Das ist gut. Müssen wir eben nur warten, bis der Zug angekommen ist, ne? Wenn wir das dann hier weiter ausbauen, müssen wir den Busverkehr von Alfhausen weiter. Oder hier, Alfhausen, genau. Alfhausen weiter ausbauen. Und dann klappt das wahrscheinlich dann auch noch besser. Ich verabschiede mich jetzt erstmal und sag adieu. Bis zur nächsten Folge, meine lieben Freunde. Ciao, ciao.